Was ist eigentlich Diagnostizieren? Da würde ich gern einen Satz Ihnen vorlesen, der das Ganze mit einer entsprechenden Kritik bezeichnet. Diagnostizieren ist die Kunst, eine adäquate Klassifikation zu machen. Klassifikation ist die Benennung psychischer Störungen und eine erfolgreiche Therapie vorzuschlagen, basierend auf unsicherem Wissen und unvollständigen Daten. Was ist damit gemeint? Dass wir natürlich bei jeder psychologischen Untersuchung bedenken müssen, dass diese eine Momentaufnahme in einer besonderen Situation ist, nämlich die Situation der psychologischen Untersuchung, und wir die Rückschlüsse aus dieser Untersuchung natürlich mit Bedacht generalisieren müssen und nicht einfach so als gegeben annehmen können.